Motorshow 2018 dem Ende zu. René und ich, denke ich, haben ganz gut was geschafft. War nicht ganz so einfach wie gedacht, jeden Tag ein Video hier fertig zu bekommen, auch noch hochzuladen und so weiter, weil es gibt kein vernünftiges Internet hier auf der Messe und. Mit Ton hatten wir auch erst ein paar Komplikationen, aber ich denke, jetzt am Ende können wir schon zufrieden demnächst wieder quasi abbauen und nach Hause fahren, weil ich denke, das waren schon in Summe ein paar coole Videos. Heute gehen wir nochmal zu der Firma HG Motorsport. Die kommen oben aus Lübeck, aus dem Norden. Die Firma von Hassan hat ein Riesensortiment an Auspuffanlagen, Ladeluftkühler, Ansaugung und so weiter. Und ich glaube einfach, dass unter euch wahrscheinlich hunderte GTIs sind, die alle so eine typische Ego X Auspuffanlage drunter haben. Oder Bull X. Je nachdem, wie groß sie dann am Ende sein sollte. Und deswegen denke ich mal, ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Wir gehen mal hin. Der Hassan hat dieses Wochenende leider keine Zeit. Deswegen werden wir das Ganze mit Timo machen. Und dann schauen wir mal, was da so Interessantes zu gucken gibt. Übrigens der beste Burger-Service hier auf der Messe. An der Stelle nochmal vielen Dank an Culinario aus Steinke. Die bringen uns jeden Tag so kleine Mini-Burger mit, weil es ist tatsächlich so, dass wir auf der Messe hier immer nicht zum Essen kommen. Und da ist natürlich sowas immer Gold wert. Also an der Stelle nochmal danke, Jungs. So, hier sind wir, HG Motorsport. Wir gucken mal, ob Timo da ist und gerade Zeit hat. Ist immer nicht so einfach auf der Messe, deswegen wir gucken mal. Timo zu sprechen? Ja. Timo? Die Verrückten sind da. Ich hab sie. Danke. Ich habe euch schon mal ein bisschen vorgestellt gerade, hab schon mal ein bisschen was zu HG Motorsport erzählt. Ja, wunderbar. Freut mich. Und freue mich jetzt, dass ich sogar mal zu einem Zeitpunkt komme, wo gerade Zeit ist. Zeit und überschaubar was los am Start. Ja. Stimme ist zwar schon so gut wie weg, aber sonst alles gut. Ich würde sagen, wir fangen genauso an wie immer. Du erzählst einfach mal ein bisschen was über HG Motorsport. Ich denke mal, die meisten kennen es zwar eh, deswegen sind gerade so die Fakten interessant, die man, ich sag jetzt mal, nicht gerade bei euch auf der Homepage lesen kann, sondern die halt so, die einfach cool sind, was er so macht, was er vorhabt, wo sich was ändert. So. Wo die Reise hingeht, etc. Genau. Ja, gut. Also ich sag mal ganz kurz vorab, Entschuldigung, wenn ich nicht immer in die Kamera gucke, wenn das auch nicht so gewöhnt, du ja mittlerweile schon. Wichtig ist immer nur zur Kamera sprechen. Damit man mich auch hört. Genau. Ja, die Problematik habe ich in den vergangenen Videos ja schon mitgekriegt. Kurzfassung ist, was macht HG Motorsport? Wir kümmern uns eigentlich um die Hardware für Turbomotoren, also eigentlich das bestehende Konzept drumherum. Sprich, wir nehmen uns ein Fahrzeug, was neu auf dem Markt ist und machen eigentlich immer dasselbe Konzept. Ansaugung, Ladeluftkühler, Downpipe, Abgasanlage, Druckverrohrung und wenn es notwendig ist, auch noch Upgrade-Silikonschläuche, je nachdem, wie das ganze Abwerk überhaupt so konzipiert ist, ob Sinn macht oder nicht. Also schon eigentlich fast bis auf Turbolader die ganze Peripherie drumherum so ungefähr, ne? Ja, genau. Schon bei den meisten Bauteilen halt auch unter Berücksichtigung, was wird dann mit dem Upgrade-Lader nachher machbar sein, sodass die Sachen, sage ich mal, auch von der Mehrleistung, die damit fahrbar ist, immer schon für den Upgrade-Lader ausgelegt sind. Ist aber das einzige Geschäft, womit wir uns selber halt nicht beschäftigen. Also der Turbolader an sich ist bei uns vor ein paar Jahren aus dem Segment rausgekommen. Wir haben es früher selber ja viel gemacht, kommen ja ursprünglich selber aus der Turbo-Nachrüstungsszene, haben uns da praktisch unser Know-how angeeignet, was muss ich machen, um die Peripherie von einem Turbomotor irgendwie zu verbessern. Okay, wir fangen mal ganz vorne. Das heißt, wie lange gibt es euch schon? Weil du sagst früher? Angefangen mit der ganzen Geschichte, richtig Tuning am Motor 1996. 96? Ja. Okay, da war ich noch ein bisschen kleiner. Ja, ich erst recht. Ich selber bin jetzt seit 9 Jahren im Unternehmen. Da kommen wir ursprünglich her. Also ich sag mal so, diese ganze Geschichte früher, ABF, KR, VR6. Aber damals auch schon unter dem Namen HG Motorsport? Ja. Und damals halt also nicht viel teilemäßig unterwegs, sondern noch richtig, ich sag jetzt mal, getuned am Auto. Genau. Mit Umbauten etc. Genau. Kunde mit Standardauto, mit dem Saugmotor gekommen. Da haben wir auch vor gar nicht Zeit gemacht. Also selbst Mitsubishi Lancer oder sonstige Geschichten. Was gab's noch? Aber 63 Motoren etc. Also schon immer im Norden in Lübeck. Immer in Lübeck, genau. Geil. Da sind wir zwar intern schon dreimal umgezogen, weil es immer größer wurde. Ja, aber das ist so ursprünglich die ganze Entstehungsgeschichte von HG. Wie ging es dann weiter? Irgendwann kam halt der Punkt, war so roundabout 99, 2000, so Start des 1AT-Motors bei VW, 1AT 20V. Und das
Ganze wurde halt immer schwieriger, ich sag mal, so einen Turbo-Umbau mit TÜV für einen normalen Endkunden umzusetzen, ohne dass du halt Abgasgutachten etc. in Eigenbedarf liefern musstest. Und da haben wir dann gesagt, okay, die Wende macht das Ganze irgendwie ein bisschen schwieriger für den Endkunden. Sprich, was machen wir? Wir konzentrieren uns jetzt also nur noch auf Fahrzeuge, die am Werk einen Turbomotor bereits verbaut haben. Und dann fing das eigentlich mit dem Golf 4 irgendwie los, Audi TT, A3, so die ganze 1-20V-Geschichte. Dann kam nachher der 5er GT mit dem 2 Liter TBSI und ab da wurde das Ganze dann halt auch deutlich größer. Weil man halt einfach eine Basis bekommen hat für, sag ich mal, kleines Geld, relativ schnell viel Leistung aus einem bestehenden Turbomotor aus. Deutlich größer heißt, wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile? Jetzt mittlerweile sind wir 36. 36, okay. 36. Das ist schon groß, ne? Ja. Wie sieht das bei euch in Lübeck so aus? Habt ihr immer noch eine Werkstatt oder bietet ihr sowas gar nicht mehr an? Doch, ja, jetzt gerade verstärkt wieder mehr. Wir haben gerade nochmal angebaut, eine 500 Quadratmeter große Halle mit einem neuen Maha MSR 500 Allradzustand. Eine Werkstatt mit 4 Hebebühnen. Haben jetzt angestellt einen Meister, 2 Kfz-Mechaniker, einen Techniker in der Werkstatt, also 4 Mann in der Werkstatt. 1, 2, 3 Leute rein in der Marketing, wobei sich die Marketing bei uns so ein bisschen aufteilt in reines Marketing, was Videos etc. pp. macht. Also auch unsere ganzen Werbevideos, die wir halt für die Abgasanlage und Co. produzieren, werden alle komplett in-house gemacht, sprich die Soundfiles, der Schnitt etc., die Aufnahmen, Kameratechnik ist alles in-house. Und die andere Hälfte kümmert sich um die ganze 3D-Geschichte. Strömungssimulation von unseren Bauteilen. Okay, da gehen wir jetzt schon in die technische Richtung. Ich würde sagen, zeig uns mal das interessanteste Produkt bei euch auf dem Stand. Also wo du sagen würdest, das ist HG Motorsport. Schwer, sage ich mal, das direkt auf ein Produkt zu münzen. Weil ich sag, wir können ja dann noch weitermachen, aber wo man am ersten Mal so ein bisschen so zeigen kann, was ihr eigentlich alles so macht. Dann lass uns am besten mal hier den Nahluftkühler hier vorne nehmen, den ich jetzt hier stehen habe. Ja, ist jetzt, sage ich mal, eine Range. Subaru waren wir vorher auch überhaupt gar nicht aktiv. Mhm. Kamen durch ein Kundenfahrzeug, wo wir eine Abgasanlage für gefertigt haben. Mhm. Und dann gesagt haben, Mensch, wenn wir das Auto schon hier haben, Potenzial für einen größeren Nahluftkühler ist auf jeden Fall da. Mhm. Haben wir jetzt hier mal ein Exponat stehen, wo wir auch wirklich mal die Kästen nicht angeschweißt haben, sondern so, dass man mal reingucken kann, so dass man mal sieht, was bei uns im Haus mittlerweile entsteht. Ne? Also Ladenluftkühlerkästen halt immer dementsprechend komplett im Bus gemacht mit CAW. Strömungsoptimierung fangen wir das Ganze erstmal an. Also wir scannen den Motorraum, wir haben einen eigenen 3D-Scanner, einen eigenen 3D-Drucker bei uns im Haus. Scannen das Ganze erstmal und bearbeiten dann praktisch erstmal nur virtuell am PC. Mit Strömungssimulation gucken, was können wir machen, wie verhält sich das Ganze. Drucken dann meistens einen Prototyp komplett aus Kunststoff, setzen das Netz dazwischen und machen dann erstmal eine Messung mit dem Original-Ladeluftkühler und unserem Ladeluftkühler auf der Flowbench. Um dann erstmal zu gucken, wie viel mehr CFM haben wir überhaupt prozentual, was geht da mehr durch, wenn wir es so bauen würden. Verbessern dann vielleicht noch das ein oder andere, bis wir sagen, okay, jetzt sind wir bei einem Mehrdurchlass von mindestens 20% als Beispiel. Macht also Sinn, das Ganze jetzt weiter zu probieren. Dann gehen wir bei, lassen uns praktisch den ersten Satz Kästen gießen, schweißen den Kühler, probieren 1, 2, 3, teilweise auch 4 oder 5 unterschiedliche Netzvarianten. Also über Tube- und finnbaren Plate-Netze haben wir dann halt auch noch unterschiedliche Innenaufbauten und gucken dann, welcher Kühler bringt jetzt das beste Mischverhältnis, sage ich mal, aus Mehrleistung und Kühlwirkung. Ich vermute, Gießen macht ihr nicht hausintern? Nein, das ist leider das Einzige, was wir nicht bei uns machen. Sonst aber alles? Sonst alles. Wie kommt ihr auf solche Modelle wie Subaru? Sind das alles Kundenanfragen? Sind das persönliches Interesse? Wer uns kennt, weiß, dass wir sehr, sehr stark im VAG-Sektor sind, weil es da natürlich auch gerade durch die ganzen TÜV-Richtlinien für uns mehr Sinn macht, sage ich mal, diese Vorabinvestition zu haben, weil es ja immer schwieriger wird, auch Gutachten dafür zu erstellen. Wir aber grundsätzlich sagen, wenn wir Ladenluftkühler machen, wollen wir eigentlich zu 95% eigentlich immer versuchen, dass das Ganze auch mit einem Teilegutachten dementsprechend rausgehen wird. Okay, das heißt, für die Zuschauer jetzt bestimmt besonders interessant, selbst ein Upgrade-Ladenluftkühler hat bei euch meistens ein Teilegutachten? Ja. Okay. Also im Moment sind wir, glaube ich, irgendwo noch bei einer Range von, ich glaube, 6 oder 7 Modellen, die wir im Moment anbieten, relativ neu, die noch kein Teilegutachten haben, wo wir dann aber immer je nach Nachfrage dann zuarbeiten und dann danach wieder ins Abgaslabor fahren und dann die Abgasmessung fahren. Wie ist das, wenn einer nicht nur einen Nahluftkühler von euch verbaut, sondern auch noch eine Downpipe? Ja. Wie ist das in der Richtung? War, sage ich mal, bis von 12 oder 24 Monaten kann man sich jetzt zum Streiten eigentlich immer relativ entspannt, dass man das Ganze ohne Probleme dann über die Teilegutachten eingetragen gekriegt hat, gerade wenn die Downpipe dann sogar mit der ECE-Genehmigung ausgeliefert wurde. Es wird leider immer schwieriger. Diese Kombinationssache wird schwieriger. Ja, die Kombination wird immer schwieriger. Es gibt leider vom Gesetzgeber ja keine ganz klare Richtlinie, was ist jetzt wie, wo in Kombination prüfbar. Schließt jetzt eine Eintragung von einem Ladenluftkühler eine ECE aus? Laut Gesetzgebung, wenn man sich es genau durchliest, eigentlich nicht. Da fangen wir jetzt aber gerade an, dann dementsprechend Kombinationsgutachten auch zu erstellen. Wie ist das, wie sieht so ein Teilegutachten von so einem Ladeluftkühler aus? Ist das rein nur die Hardware, die eingetragen wird, oder umfasst das auch eine Leistungssteigerung in dem Moment? Nein, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also man kann es entweder bei unseren Ladeluftkühlern als Beispiel der Ansaugung, ist es so, dass es ein Teilegutachten ist, wo nur das geänderte Bauteil eingetragen wird.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Teilegutachten zu schreiben, dass das Ganze über eine Leistungssteigerung eingetragen wird. Dann musst du ein Bauteil so konzipieren, dass nur durch dieses eine Bauteil oder in Kombination mehrerer Bauteile eine Mehrleistung von über 5% stattfindet. Dann kannst du ein Teilegutachten für eine Leistungssteigerung machen. Wo wir dann aber wieder in diesen Konflikt reinkommen, dass für den Kunden die Problematik ist, okay, jetzt habe ich aber eine Leistungssteigerung eingetragen und jetzt ist aber auch noch mein Gutachten von dem Bauteil, von dem Bauteil, von dem Bauteil nicht mehr gültig, weil die Leistungsangaben im Fahrzeugschein umgeändert wurden. Wie mit der Eintragung von einem Chip-Tuning. Ja, klar. Chip-Tuning eingetragen und schon ist die ECE Downpipe halt dann wieder in Konflikt mit der geänderten Leistung im Fahrzeugschein. Also ich persönlich kenne HG Motorsport am meisten durch eure Auspuffanlagen. Ja. Bull X, Ego X. Ja, genau. Ist wahrscheinlich so auch das, was ihr am meisten produziert, oder nicht? Ja, also ich sag mal, wenn man die Downpipes und Abgasanlagen zusammenrechnet von den Stückzahlen, ist das schon, macht, sage ich mal so, 60%, denke ich mal, aus. Der Rest teilt sich dann auf Ladenluftkühler und Ansaugen auf. Wobei wir auch dazu sagen müssen, wir machen auch relativ viel im Background für andere Firmen, wo man so gar nichts mitkriegt. Gerade durch unser Know-how und auch die Möglichkeiten, die wir haben, was die 3D-Geschichten, Führungssimulationen, Gussteile umsetzen, machen wir auch viel im Prototypenbau für namhafte Hersteller, das heißt, wo ich mehr darüber sagen dürfen. Also das heißt, es gibt auch haufenweise Produkte auf dem Markt, die eigentlich von euch sind, aber was anderes draufsteht. Ja, auch aus ganz anderen Bereichen, sei es Motorradbereich oder im Rennsport viel, wo aber nichts von uns draufsteht. Wie viele verschiedene Produkte hat HG Motorsport? Also jetzt nicht, ich sag jetzt also mal... Also ich lasse jetzt mal das Universalmaterial, so wie Silikon oder Alurohre, kennst du selber auch. Einfach du hast dann Silikonschläuche schon 1000 Artikel, das geht dann schnell, aber rein so Produkte, wo wir wirklich von einem kompletten Bauteil oder Kit sprechen mit Rohren, Schellen, so im Ganzen, werden wir so bei Roundabout im Moment bei um die 1000 liegen. Um die 1000 liegen? Okay, das ist natürlich dann schon eine Hausordnung, wenn man sich überlegt, 1000 verschiedene Kits. So. Die meistens mindestens 5 bis 6 Unterartikel in der Stückliste haben, mindestens. Ist dann schon ein guter Umfang, ne? Ja. Wie groß ist euer Lager so? Ist das alles immer verfügbar oder wird das auf Kundenwunsch mehr oder weniger gefertigt? 70%, sage ich mal, ist wirklich vorproduziert, wo wir dann auch über halt die Statistiken dementsprechend immer einen gewissen Lagerbestand da haben. Es ist natürlich der Vorteil bei uns, da wir alles in-house produzieren, selbst wenn mal eine Downpipe als Beispiel nicht da ist, dauert es maximal 7 Tage, bis ich fertig produziere. Ah, okay, perfekt. Also immer... Es sei denn, Zulieferer wie HJS oder irgendein Bauteil, das sie selber nicht fertig sind, gar nicht hat liefern, dann kann es mal zu einer Verzögerung kommen. Aber auch da haben wir eigentlich mittlerweile immer Lagerbestände, dass wir eigentlich die nächsten 50 Downpipes immer sofort produzieren können. Ich würde auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf Thema Abgasanlagen eingehen. Das ist nämlich was wir, fällt mir gerade so ein, auf der Messe noch gar nicht hatten, wo wir eigentlich auf der Tuning-Messe sind. Ich sehe hier 1, 2, 3 Abgasanlagen. Welche gucken wir uns am besten mal an? Gehen wir am besten hier rüber. Haben wir ein paar schöne Evo stehen, die auch ein bisschen aufwendiger konzipiert sind. Wo man dann auch sieht, dass wir halt dann doch einiges anders machen als die normale Abgasanlage. Also wenn man sich jetzt mal den Aufbau hier von der Abgasanlage anguckt, sieht es wahrscheinlich auch für dich, der vom Fach kommt und wahrscheinlich auch schon viele Abgasanlagen gesehen hat, erstmal unplausibel aus. Erstmal großer Unterschied. Bull X, Ego X. Kurzfassung, Bullix-Abgasanlagen, Standardanlage ohne Klappe. Wir fertigen grundsätzlich immer nur mit Siebrohrschalldämpfern, also nie gekammert. Also was Strömungsoptimierung, Abgasregelungsverhalten trifft, immer auf dem Optimum arbeiten, aber einfach nur ein Schutzgas geschweißt. Vernünftig produziert, aber kostengünstig. Ah, okay, verstehe. Na, also ich sag mal so, für den Kunden, der einfach sagt, ich möchte mehr Leistung fahren, ein bisschen sonores Klangbild, aber es muss jetzt hier nicht State of the Art sein und alles, was geht. Also ich sag mal so, die typische Sportauspuffanlage, wie man sich das ja eigentlich so vorstellt. Genau, ich meine, auch da heben wir uns immer von unseren Rohrführungen, wie wir es bauen, meistens immer ein bisschen ab, weil wir dann doch immer im Y-Style arbeiten, nie mit einem einfachen Quertopf. Sieht optisch also schon noch mal ein bisschen anders aus als, sage ich mal, die Standardanlagen, die man kennt. Oder es geht dann halt in den Bereich Ego X, wo wir dann über die knappen Abgasanlagen sprechen, die durch den Zusatzsteuer geht, das in Kenwood integriert wird, dann dementsprechend ECE-Genehmigung haben. Also sowohl Bull X als auch Ego X, beide quasi auch mit Zulassung. Ja, ja. Die Bull X sieht auf jeden Fall extrem handgefertigt aus. Also handgefertigt im Sinne von, dass das wirklich etliche kleine Teile sind. Ja, also Ego X, genau. Ego X, handgefertigt. Ego X, Bull X, gleiche Durchmesser oder Ego X größer? Teils, teils. Also Bull 7 zum Beispiel sind beide 3 Zoll. Bei einigen Fahrzeugen, jetzt so TGRS oder BMW 140, 240, gehen wir mittlerweile auf 89. Da bieten wir aber meistens auch gar keinen Kompromiss an. Also es gibt dann für solche Fahrzeuge, ich sag mal die Top-Sportler in dem Segment, wo wir arbeiten, dann wirklich nur eine Ego. Dann weiß ich, es gibt immer etliche verschiedene Endrohre. Ja. Man kann immer verschieden wählen. Ja, Edelstahl in 2, 3 unterschiedlichen Designs, Carbon, Titan, da bieten wir nicht immer die ganze Bandbreite an. Dann weiß ich, ganz viele Leute schwärmen mir immer vor von eurer Befestigung.
unseren, von den Endrohren. Unserem Kugelkopfprinzip, ja. Diesem Kugelkopfprinzip, ja. Weil das endlich mal Endrohre sind, die man so einstellen kann, wie man sie will. Ne? Ja, ich meine, jeder, der schon mal eine Abgasanlage gerade aus Edelstahl montiert hat, kennt das Problem. Du hast die Anlage montiert, vernünftig in einem Fahrzeug ausgerichtet, fährst sie das erste Mal warm. Edelstahl dehnt sich aus, ist natürlich eine Materialeigenschaft, die wir auch nicht irgendwie einstellen können. Und dann geht es meistens los, gerade bei Anlagen mit fest angeschweißten Endrohren. Du stehst da und bist am Nachjustieren und Rücken und Schuhen. Bei uns bleibt die Anlage einfach so, okay, wenn sie nirgendwo ansteckt, ich kann sie lassen. Ich gehe jetzt einfach nur mit den Imbusschrauben hier kurz bei, ich richte das Endrohr einzeln im montierten Zustand einfach hinterm Fahrzeug aus, guck, dass es passt, schraubst wieder fest und fahr los. Ja, und du kannst das Endrohr wirklich im 360-Grad-Winkel in alle Richtungen verstellen. Also unterm Strich können wir den Zuschauern sagen, jeder, der einfach nur eine Standardvariante will, kann sich eine Bull X kaufen. Jeder, der einfach ein bisschen was Krasseres haben will, die Ego X. Ja, so kurz gefasst, ja. Okay. Ich sag mal, für Leistung sind beide ausgelegt. Also die sind wirklich immer so konzipiert, dass du auch mit Upgrade-Lader und Co. auch eine normale Bull X immer ganz ohne Probleme an 7er GDI mit 550 PS fahren kannst. Aber wenn du natürlich sagen willst, ich will aus diesem EWG-Zyklus einfach raus, trotzdem legal fahren, dann hast du nur die Möglichkeit, immer eine Klappenanlage zu haben. Genau, also Ego X nur mit Klappe. Genau. Perfekt. Genau. Habt ihr eine Bull X irgendwo hier? Ja, auf einer Seite vom Stand. Müssen wir mal rüberlaufen. Die blenden wir auf jeden Fall gleich mal. Ja, gerne. So, dann seht ihr mal ein bisschen den Unterschied zwischen Ego X und Bull X. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Punkt Ansaugung. Ja. Wahrscheinlich am besten hier an dem TTS. Die finde ich nämlich, sieht krass aus. Ja. Die ist nämlich groß. Und ich denke mal, dann haben wir nämlich auch euer Sortiment schon ganz gut so erklärt. Ne? Denke ich auch. So die Haupt gesehen, ja. Den Deckel mal ein bisschen größer auf, dann sieht man ein bisschen mehr. So, das ist neuester TTS. TTS, ja, ist Baujahr 2017. Einer der allerersten 220 Stück, die es damals in Deutschland gab. Ja, ist jetzt unsere neue Ansaugung, die wir gerade fertiggestellt haben. Das ist doch dieser, ich sag jetzt mal, Wundermotor, wo man ganz viel im Internet liest, dass der irgendwie serienmäßig 700 PS kann, ohne dass du den Motor aufmachst. Ja, es existieren viele Gerüchte darüber, ob es wirklich standfest so ist, weiß wird ich nicht. Wird sich in den nächsten Monaten wahrscheinlich zeigen. Ja, ne? Aber man kann wirklich sagen, also gerade auf der Standardbasis mit Serienlader, sind also wirklich mit einer geänderten Hardware, sage ich mal, Ansaugung, Ladeluftkühler, Abgasanlage, Downpipe, schon wirklich Leistung fahrbar, so 530, 540 PS ohne Probleme, ohne dass die Ladung angefasst hat. Wir sehen hier auf jeden Fall eine Ansaugung. Ja. Ansaugung. Die ist natürlich ganz schön komplex, wenn man sich das ziemlich so anguckt. Ja. Ne? Die fängt ja direkt am Turbolader an. Fängt oben am Lader an, ja. Geht dann durch mit einem 90 mm Ansaugrohr weiter. In den riesen Luftfilterkasten? Genau. In den Luftfilterkasten sitzt dann ein offener Pilz. Pilz, wollte gerade fragen, ist das ein Plattenfilter? Mit dem arbeiten wir immer zusammen, genau, weil wir da immer auf diese Polymerfilter einfach schwören. Mhm. Weil einfach das Reinigen zum Beispiel deutlich einfacher ist als bei einem Baumrohrfilter. Mhm. Ja. Und dann, was ja für euch ganz besonders ist, ist halt immer die Anströmung. Ja. So, die ist ja wirklich bei HG von bei jedem Auto gibt es immer einen passenden Sammler, sage ich mal. Sammler, genau. Und wir versuchen da wirklich auch immer mit viel Aufwand die maximale Breite so zu konzipieren, dass wir auch wirklich das Maximum an Luftströmung über den Sammler zum Luftfilterkasten geführt kriegen. Ja. Das heißt, das ganze System von Turbolader bis Stoßstange ist quasi abgeschottet und luftdicht. Genau. Und er kann wirklich nur ansaugen von vorne, von außen halt. Ne? Korrekt. Wie sieht es bei so einem Modell mit der Leistungssteigerung aus? Nur über die Ansaugung, wenn man die wirklich aus dem Karton und draufsteckt, fährt? Hast du jetzt bei dem Modell hier wirklich ein extremes Beispiel? Weil es bei dem Fahrzeug wirklich so ist, dass du im Drehzahlbereich von 2.000 bis 4.000 Umdrehungen einen Drehmomentunterschied von knapp 65 Newtonmeter und roundabout 20 PS hast. Mhm. Also wir reden hier wirklich aber nur von diesem Drehzahlband. Ja, klar. Also jetzt ist ja immer für viele Leute, ey, was erzählt ihr da für ein Schwachsinn? 60 Newtonmeter mehr Leistung. Das ist wirklich nur in diesem Drehzahlbereich. Mhm. Peakleistung sind wir mit der Ansaugung jetzt gewesen bei, ich meine, 13 PS und roundabout 18 Newtonmeter. Ist wahrscheinlich aber auch bei so neu, je neuer es wird, immer schwieriger, weil die Motoren sich das einfach auch selber wahrscheinlich klar, so ein bisschen anlernen. Die Steuergeräte werden immer intelligenter und du hast dann immer das Problem, gerade bei Fahrzeugen jetzt bei alles, was Euro 6 hat, kannst du schon was sagen, ist kein Luftmassenmesser mehr drin. Und du hast dann einfach diesen ganz festgesetzten Wert. Also das Fahrzeug macht genau bei 3000 Umdrehungen genau 1,07546 bar Ladedruck, egal was du an der Hardware änderst. Ich kann auf jeden Fall sagen, sieht extrem geil aus, sieht technisch aus und halt auf jeden Fall auch bei der verarbeitet jetzt, aus. Ja, ganz, ganz bewusst, aber auch versucht so ein bisschen die OEM-Optik irgendwo beizubehalten. Also wenn du jetzt das Muster hier anguckst, spiegelt sich das eigentlich im Deckel von der Ansaugbox wieder. Mhm, wir haben jetzt auch zum ersten Mal eine Variante für das Auto zum Beispiel, wo wir weg vom Carbon gegangen sind. Es gibt die Version also praktisch nochmal in der Variante, die genauso wie hier das Ansaugrohr einfach komplett in Seidenmatt schwarz ausgeliefert wird. Weil wir viele Kunden hatten, die gesagt haben, Jungs, Carbon, alles schön und gut, sieht toll aus, ich will aber nur Leistung fahren. Mir ist das scheißegal, wie es unter der Haube aussieht. Und haben das Ganze jetzt nochmal, sag ich mal, in einem schwarzen Kunststoffgehäuse gemacht und die Ansaugung liegt gleich bei 300 Euro weniger. Auch mit TÜV? Auch mit TÜV, ja. Das ist ein Teilegutachten dabei, ja. Perfekt.
Tja, dann zeigen wir euch das auf jeden Fall nochmal in ein paar coolen Bildern bzw. bewegten Videobildern. Habt ihr noch irgendwas Cooles? Wir müssen auf jeden Fall nochmal darüber gehen. Ja, das da steht nämlich noch was, das muss ich euch noch zeigen. Ihr habt euch was Cooles überlegt. Genau, genau. Wir haben was Ähnliches im letzten Mal einmal gesehen und haben gedacht, Mensch, geil, die setzen wir selber mal in die Tat um. Haben eine Woche vor der Messe angefangen, praktisch diesen Königsthron oder Stuhl, wie ihn jetzt hier seht, aus Edelstahl zu schweißen. Mit ein paar Schalldämpferelementen drin, mit Titanenrohren, unserem Logo drin. Und der Stuhl hat hier einfach auf der Messe so eine krasse Resonanz gezeigt, dass wir uns spontan dazu entschieden haben zu sagen, Mensch, pass auf, nach der Messe hauen wir das Ding bei eBay rein. Ich denke mal, wir werden es nächste Woche Mittwoch machen, direkt nach der Messe, sodass wir das Teil über 10 Tage laufen lassen können. Und haben dann gesagt, der Erlös von dem Stuhl, den wir dann erzielen, wird dann komplett für einen guten Zweck gesteigert. Ich denke mal, das Ganze wird über die DKMS laufen. Das werden wir dann aber auch bei eBay nochmal reinstellen, für wen wir uns da genau entschieden haben. Wobei ich finde, dass DKMS eine coole Sache ist. Und wir ja auch im Tuning-Sektor jetzt schon so ein paar Aktionen hatten, wo das Ganze dafür gespendet wurde. Und ja, würde mich freuen, wenn sich da rege Beteiligung zeigt. Also alle, die Bock auf einen etwas extravaganten, dezenten Stuhl haben. Ich sag mal, auf jeder Terrasse wird sich das Ding auf jeden Fall geil machen. Ihr könnt fleißig mitbieten, ist für einen guten Zweck. Ich könnte mir das Ding auch super bei uns im Ladenverkauf vorstellen. Mal gucken. Und dann schauen wir mal, was das gute Stück so bringen wird. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal. Ja. Weil ich komme euch auf jeden Fall besuchen. Alleine, weil ich mit Hassan schon lange darüber philosophiere, dass ich unbedingt mal eure neue Halle sehen muss. Ja. Kenne ich auch selber noch gar nicht. Bringen die Limo mit, können wir gleich nochmal messen. Dann danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, mich auch gefreut. Wir sehen uns spätestens in Lübeck. Ja, sehr schön. Bis dann. Ciao. Ciao.